Hallo. Christoph, lass es mal laufen. Musik. Also Vivi Rakio ist ein Lied, als es rauskam von Queen, wo ich erstmal dachte so, was ist denn das? Das ist eine alte Nummer, die wir schon im Kinderfanlager mussten gehört haben. Die erste geile Band, die ich mir im Leben gehört habe. Ich würde mal sagen, der Weg von der Hitparade zu Disco. Einer der Gründe, warum ich Musik mache. Die erste Begegnung mit wirklicher Rockmusik. Als Queen die Single aufnahm, oder beziehungsweise als sie rauskam, We Are The Champions, We Will Rock You, hat mich der Song wirklich ergriffen. Und auch so ein Schlüsselerlebnis eigentlich für mich, Musik zu machen. Unter anderem zählte dieses Lied mit dazu von Queen. War wirklich so, ich dachte, oh Mann, Wahnsinn. Toll. Rakio und natürlich als Pianist und Keyboarder nicht zu vergessen, The Bohemian Rhapsody. Habe ich geübt, bis ich es konnte. Es war toll. Es ist immer noch. Und insofern ist es natürlich auch eine Herausforderung, daraus was zu machen, was den Leuten Spaß bereiten kann. Und jetzt machen wir dieses Lied in einer Version, die noch nie da war. Eigentlich für die Clocks gar nicht so typisch ist. Und wir sind gespannt, wohin die Reise geht. Oh ja, ich bin Hitparaden-Fan, hab Jürgen Markus geguckt und sowas. Und als ich dann aber Freddy sah, Freddie Mercury mit dieser Nummer, das hat mich echt weggehauen. Und da war auf einmal von heute auf morgen Schluss mit Hitparade. Dieses Lied begleitet uns ja auch schon 20 Jahre. Und wir haben es immer in verschiedenen Versionen aufgenommen. Aber die, glaube ich, ist jetzt die beste.